Hallo, wir sind die Kinderreporterinnen Paula, Anna und Franziska. Hallo. Wir haben für Sie ein paar Fragen vorbereitet. Welche Schuhe und Kleidergröße haben Sie? Oh, das ist eine wunderbare Frage, die ich manchmal gar nicht ganz genau weiß. Also, Schuhe meistens 44 Größe und Kleidergröße, oh, da kenne ich mich nicht so aus, 56, gibt's das? Ja, glaub wohl, irgendwie sowas. Wollten Sie schon immer Bischof sein? Nein, ich wollte Priester werden und ich habe der Jugendarbeit mitgemacht, der katholischen Messdiener gewesen und habe da Freude dran gehabt und hatte auch einen guten Pfarrer, der auch ein bisschen Vorbild war und das wollte ich eigentlich werden. Und dann haben sie mich, nachdem ich einige Jahre schon Priester und auch Pfarrer gewesen bin, gefragt, ob ich auch Bischof sein könnte. Und als Sie noch klein waren, haben Sie da auch bei Aktionen mitgemacht? Ja, aber die 72-Stunden-Aktion gab es da noch nicht. Aber wir haben in der Pfarrei haben wir ganz tolle Aktionen gemacht, mit Kindern und Jugendlichen zusammen, ganz verschiedene Sachen. Also das war auch ganz toll und vor allen Dingen das Gemeinschaftserlebnis dabei war ganz wichtig. Waren Sie in dem Fach Religion gut? Ja, doch, war ich ganz gut. Doch, muss ich sagen. Hat mir auch Freude gemacht. Fand ich ganz, ganz interessant und toll. Und wir waren, wo ich herkomme, ganz wenige katholische Kinder, waren mehr evangelische Kinder. Und in der katholischen Klasse waren wir immer mit mehreren aus anderen Gruppen auch noch mit zusammen, damit überhaupt eine ganze Klasse zusammenkam. Das war ein bisschen eine besondere Situation, ja. Aber es war doch auch ganz toll und hat auch viel Freude gemacht. Okay, und was ist Ihre Aufgabe bei der 72-Stunden-Aktion? Bei 72-Stunden-Aktion bin ich der Schirmherr. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass ich als Bischof erstmal euch sage, super, ihr jungen Menschen, dass ihr allen zeigt, wie man sich engagieren kann. Ne? Das finde ich doch erstmal ganz, ganz großartig, ne? Dass so viele junge Leute zusammenkommen jetzt hier. Bei uns im Bistum und in ganz Deutschland, die alle sagen, man kann etwas bewegen. Man kann sogar in 72 Stunden eine ganze Menge bewegen. Und wir haben einen Glauben, der uns sagt, wir wollen uns einsetzen für den Nächsten. Wir wollen gucken, wo gibt es Not oder wo können wir helfen. Wo kann uns der Himmel schicken, ja? Und das wollen wir dann auch tun. Okay, das war's dann auch. Vielen Dank für das Interview.